Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Armored Warfare und heute zeige ich euch mal wieder einen 7er Panzer und zwar den schmucken T-80, den wir hier schon sehen, der dann folgerichtig natürlich zum T-90 dann weiterführt, dem 8er, aber wie gesagt, heute schauen wir uns doch mal den an. Was sagt uns das Spiel denn so zu dem Panzer? In dem Fall natürlich ein russischer. Ein Kampfpanzer, also eigentlich meine favorisierte Klasse. Dieser in Russland gebaute Kampfpanzer ist das dritte Modell einer erfolgreichen Serie von gepanzerten Fahrzeugen und besticht damit, das erste Vehikel mit einem Gasturbinenmotor zu sein. Seit Produktionsbeginn 1976 warf der T-80 unzählige Varianten ab, von denen die bekannteste der T-80U ist. Während das Ursprungsmodell T-80 nicht mehr in Gebrauch ist, werden seine Varianten immer noch in Kampfhandlungen in Westasien und Osteuropa eingesetzt. Ja, das spricht doch für die Qualität vom Panzer. Schaden 568 mit 501 Durchschlag, Schaden pro Minute bei knapp über 4000. 2000 Trefferpunkte haben wir mit einer Panzerung von 250. 56, 48 und der Turm 340, 160, 65, also der Turm hier deutlich besser gepanzert. Höchstgeschwindigkeit 68 km/h, also sollte man doch da unseren Spaß haben. Und natürlich spielen wir wieder eine PvE-Mission auf der Schwierigkeitsstufe schwer. Ich würde sagen, ich klicke es mal an, wir sehen uns im Spiel, weil es dauert ja immer ein bisschen, bis man hier was gefunden hat. Die Operation Saphir. Verbündete in dem Gebiet beklagen Munitionsmangel. Die ANP hat eine unweit gelegene Waffenfabrik eingenommen, erobere sie zurück, damit wir wieder aufrüsten können. Ja, besetze die Waffenfabrik und wir sollen die Waffenspeicher als Nebenmission zerstören. Ja, die sind hier, hier und hier. Also von dem her sollte doch das ordentlich funktionieren. Wir haben natürlich auch bei dem noch ein Raketchen am Start. Also, dabei ist hier auch was gegeben. Und hier Stingray, der erste Treffer in der Runde, obliegt mir. Und auch der erste Killshot. Ja, das ist schön, so läuft es gut an. So kann das weitergehen. So, auf den Terminator komme ich gerade nicht drauf. Dann nehme ich halt hier das, was hier drüben steht. Schöner Treffer. Der hat ordentlich gewumst. Komm schon. Ja, dafür ist meine Panzerung zu gut. So einfach kommst du da nicht durch. So, noch der Kill hier an der Stelle. Und wir haben ja ein bisschen Panzerung, dementsprechend fahren wir einfach auch mal drauf. Vielleicht kann ich was aufdecken. Ich bleibe hier einfach mal auf der Straße drauf. Das Team löst sich gerade so ein bisschen auf. Ich ping hier unten mal an, dass die hier unten das machen sollen. Ich werde mich dann oben der Nebenmission widmen. Dann haben wir das nämlich alles erledigt. Es gibt große Waffenlager der ANP in dieser Gegend. Jep, weiß ich, habe ich gehört. Und da geht es nämlich in Luft auf. So, da ist die Arti. So, die ist zerstört. Und Stingray. Da habe ich auch Heat dafür geladen. Da mache ich nämlich ein bisschen mehr Wumms. Komm schon, komm schon, komm schon. Und weg ist er. Jetzt will ich nämlich auf den hier gehen, weil da komme ich vom Schaden her mit der Heat gerade besser zurecht. Allerdings hat mir da der Challenger gerade so ein bisschen die Tour vermasselt. Das war jetzt nicht absichtlich, aber unterm Strich war es dann doch das Gleiche. So, wir laden wieder klassisch. Ja, Challenger. Und noch meine letzte Heatgranate, die nehme ich auf jeden Fall jetzt nochmal rein. Wo ist er? Komme ich nicht drauf? Kriege ihn nicht rein. Egal. Nein!
Egal. One and one hat der Terminator keine Chance. Einfach oben aufs Türmchen, dann klappt's auch schon. Wo ging denn der hin? Der war doch voll drin. Ein Schwindibus-Schuss. Aber jetzt hat er sich schön seitlich positioniert. Da geht es natürlich ganz, ganz einfach. So. Und weiter geht's Richtung Waffenfabrik. Da sollten auch dann die nächsten Gegner schon auf uns warten. Erobert und haltet die unmittelbare Umgebung. Da der Challenger hat schon seinen Spaß. Das will ich aber auch meinen. Die Waffenlager ich will der auch was. Jetzt beeilt euch und erobert die Fabrik. Nee. Naja, umfahre ich halt außen. Man ist ja mit dem Panzer trotzdem recht mobil. Ah, jetzt, wenn es einmal gerade so nicht läuft, dann ja wohl jetzt. Gibt's doch gar nicht. Jetzt trollt er mich, der T-14. Das russische Koloss. Aber jetzt, ah. Ich dachte, er geht durch, ehrlicherweise. Aber jetzt steht er gut zu mir. Jetzt geht auch da der Schaden ganz leicht rein. So, der ist auch zerstört. Da der Ramka noch. Muss ich immer an Ramba. Ich weiß auch nicht. Vielleicht ist das egoistisches Gedenke. So. Muss ich aufpassen, da hinter mir kommt nämlich wer. Der Expeditionspanzer. So. Killshot. Also irgendwie gerade den Ramka, der will ich keinen Schaden drauf machen. Naja. Auf den VFM, da geht's dafür wieder rund. Kannst wegfahren, wie du willst. Dich kriege ich immer, mein Freund. Und tschüss. Nein! Och Mensch, da dreht er sich wie so ein Kreisel. Jetzt aber. Den Kill lass ich mir jetzt nicht nehmen. Da drüben ist noch ein bisschen was. Deswegen hier mit vollem... Oh, da bremse ich. Zurück. Wo fährt er hin? Nein, er fährt weg. Naja, nehme ich halt den BMD. Nicht zu verwechseln mit dem BND. Das sind natürlich zwei verschiedene Sachen. So, Motor kaputt. Okay, der ist jetzt wirklich zerstört. Mehr geht nicht. Und da unten ist noch ein bisschen was stehen geblieben, sage ich mal. Wir haben noch viel Zeit, also die Runde ist da ganz entspannt. Und man muss einfach sagen, der Schwierigkeitsgrad schwer ist einfach zu leicht mittlerweile. Also da hoffe ich mal, dass die Jungs von Malcolm ein bisschen was Schwereres gestalten. Weil... Ja, ich sag mal so, das ist ein absoluter Fun und es macht Spaß, aber es ist nicht so, dass man da jetzt großartig die Skillkeule schwingen muss. Sieht man auch hier, gefühlt hätte man bestimmt ganz klar sicher besser spielen können, als ich das jetzt getan habe, aber es ist kein einziger gestorben, ich habe die Kills gemacht und am Ende ist es einfach wichtig, so nach Hause zu gehen, dass man sagt, gut, hat funktioniert. Jetzt schauen wir natürlich nur noch die Endauswertung an, was die so besagt. Sollte nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Wir haben knapp 10.000 Schaden gemacht, 5.000 Spähschaden, Teamwork, weil keiner kaputt gegangen ist
und von den XP war es sehr ähnlich im Team. Also da hat sich keiner irgendwo großartig rauskristallisieren können. 2223 bis 1955, alles auf einem Level. Also da hat sich recht homogen das Ganze verhalten. Und mit Premium gab es hier für 88.000 raus. Ja, was soll ich zum Panzer sagen? Er spielt sich rund, er spielt sich vernünftig, überragt jetzt nicht. Ist, glaube ich, ein solider Kampfpanzer, so wie man ihn schon gerne hat. Von dem her, ich danke für eure Aufmerksamkeit. Bis bald, euer Karamba.